Florian Hoffmeister ist erfolgreicher Kameramann. Nun präsentiert er 10 Jahre nach seinem ersten Spielfilm seinen zweiten Film. Die Habenichtse nach dem gleichnamigen Roman von Katharina Hacker ist ein streitbarer Film. Die einen finden ihn sehr beeindruckend, die anderen eher nervtötend. Ästhetisch ansprechend, menschlich eher kühl, thematisch breit gefächert, muss der Film vieles vereinen. Hier sind die Habenichtse. Bei einer Kunstausstellung am 11. September treffen sich Jakob und Isabel, gespielt von Julia Jentsch, nach langer Zeit wieder. Jakob, was machst du hier? Dich wiedersehen. Studienfreund Hans kommt im World Trade Center während des Anschlags ums Leben. Er ist für Jakob eingesprungen. Du bist irgendwie so seltsam. Hans. Er war im World Trade Center. Über den Tod von Hans finden die beiden wieder zueinander, heiraten und ziehen nach London, da Jakob dort Hans Platz in der Kanzlei einnimmt. Ich habe euch immer so für eure Leidenschaft für Jura beneidet. Dich und Hans. Während er von Schuldgefühlen zerfressen wird, weil Hans an seiner Stelle sterben musste, flüchtet sie sich in eine Affäre mit Jim. I'm Jim. What's your name? Why? Why? I don't know, maybe I'll bump into you somewhere. You got a nice laugh, nice smile. You're very sweet, but aren't you a bit too young to be flirting with me? Nah. Neben der Liebe haben sie eigentlich ihr Leben verloren. Sie sind die Habenichtse. Ich war vorgestern noch im World Trade Center. Das ist komisch. Ich kann die Räume noch spüren. Florian, warum hast du diesen Roman verfilmt? Ich finde, dass die Figuren aus Katharina Hackers Buch ja schon ein bisschen durch ihre Willenlosigkeit charakterisiert worden sind. Und was hat dich daran gereizt, diese Figuren zu verfilmen? Willenlosigkeit? Da muss ich eigentlich widersprechen. Weil ich empfinde sie eigentlich nicht als willenlos. Ich finde sie vielleicht als... sind auch nicht ziellos. Sie sind, glaube ich, eigentlich eher... Opfer ihrer eigenen Erwartungen, würde ich mal eher sagen. Und die ist irgendwann so groß geworden, dass sie nichts anderes sind als nur noch ihre eigene Erwartung. Und das macht sie vielleicht von außen betrachtet manchmal irgendwie bewegungslos. Aber sie haben gleich ziemlich viele Ziele. Sie wollen irgendwie die richtige Liebe finden, sie wollen ihre Schuld ablegen, sie wollen ein neues Leben starten, sie wollen ein Haus zurückhaben. Also selbst in den Nebensträngen hat Katharina Hacker eigentlich immer dieses Thema Erwartung, das immer wieder durch die Figuren kreist. Deshalb willenlos finde ich sie nicht. Ja, viele Leser haben ja gesagt, sie waren so ein bisschen, fanden das sehr anstrengend, dass diese Figuren so berichtend waren und so wenig Emotion war. Und dieses Kühle ist ja im Film durchaus auch drin. Absolut. War das absolut, was dich gereizt hat daran auch? Also, was mich gereizt hat, war, als ich das Buch damals, also an dem Buch hat mich wahnsinnig viel gereizt. Als ich es gelesen habe zum ersten Mal 2005 oder 2006, in der Zeit bin ich schon relativ viel zwischen Berlin und London gependelt, weil ich lebe in Berlin, aber ich arbeite viel in London. Und ich kannte diese ganzen Orte da. Ich kannte sozusagen Kentish Town, wo die beiden dann leben. Ich kannte die Restaurants in Berlin. Also für mich war das Buch ganz lebendig und ganz real. Mhm. Dann war es natürlich die Geschichte, also Geschichte als politische Geschichte, von der das Buch handelt. Jeder weiß, was er am 11. September gemacht hat. Es ist ein Einschnitt, ganz klar in meinem Leben gewesen, in meiner Jugend sozusagen. Und dann werden natürlich auch interessante Geschichten erzählt, also von den Figuren Jakob, Isabel, Jim. Das waren alles sehr schön gezeichnete und in dem Buch natürlich als innere Monologe dargestellte Figuren. Aber das, was ich an dem Buch außergewöhnlich fand und auch noch finde, ist, dass sie das eigentlich als Erzählung aufbaut. Also es ist nicht die Abfolge von, sagen wir mal, Geschichte, in dem Sinne, A trifft B und dann wird daraus C und sie erklärt das alles, sondern sie setzt diese ganzen Bausteine so nebeneinander und in diesem Rahmen ihrer Erzählung entsteht dann bei dir sozusagen in deinem Kopf, eigentlich entstehen die Zusammenhänge. Ja, Film funktioniert ja anders. Also, aber ich finde eben, dass das grundsätzlich Filmische ist. Mhm. Also das macht es eigentlich zu einer Art
filmischen, also das ist für mich eigentlich das Herz von Kino, dass du im Kopf eigentlich die Sachen zusammensetzt. Ist das eine intellektuelle Herangehensweise? Auf alle Fälle am Anfang, klar. Aha. Ich finde das total gut, dass man ins Kino gehen kann und die ersten 10 Minuten nicht gleich sich jemand mit seinem Gefühl bei dir auf den Schoß setzt, sondern dass du sozusagen erstmal da sitzt und auch mal betrachten kannst. Das ist natürlich, sagen wir mal, in unserer jetzigen Kinolandschaft nicht unbedingt so ausgeprägt. Das ist ja mittlerweile so, wenn du dir die Trailer anguckst, wenn du überhaupt wie Botschaft und wie Gefühl medial kommuniziert wird, ist das ja immer direkt. Ne? Ja. Sozusagen immer voll auf die 12. Und wenn der Film Spiegel ist, was spiegelt der? Also was kann man da drin sehen? Es kommt darauf an, was du denn mitbringst. Okay, ne? Ja. Also es gibt, wenn du sicherlich in irgendeinem Trauerprozess drin steckst, dann wird natürlich für dich die Figur von dem Jakob wahnsinnig auffühlend vielleicht sein. Andere Leute denken so, Gott, das läuft ja die ganze Zeit wie so ein Keks rum. Genau. Warum macht der mal nicht den Mund auf? Ja? Mhm. Für Leute, die komplexe Welt von Beziehungen kennengelernt haben, die werden sich vielleicht in diesen Streitsituation zwischen Isabelle und Jakob ganz anders wiederfinden. Ja. Das hatten wir also im Team auch. Es gab welche, die sozusagen aus unserer Sendung gesagt haben, da sehe ich was drin, wo andere gesagt haben, das ist für mich gar nicht da. Also das genau. ist interessant. Also das war sozusagen auch intendiert. Ja, total. Ja, okay. Absolut. Das ist bewusst. Also das ist auch, wie ich finde, weil du eingangs von dem anderen Film erzählt hast, also dieser Film ist natürlich will überhaupt nicht Realismus sein. Ja. Das ist ganz wichtig. Ne? Deshalb haben wir ihn auch in Schwarz-Weiß angelegt, dass er gleich sozusagen so eine Abstraktionsebene am Anfang erstmal mitbringt. Das ist allerhöchstens würde ich ihn als naturalistisch bezeichnen. Also es ist eine Form von Überhöhung, die dir vielleicht ermöglicht oder auch nicht, die dich auch unterhalten kann. Aber die dir Raum gibt, selber nachzudenken. 11. September, Drittes Reich, Yuppies und Drogenmissbrauch. Das ist etwas zu viel dramatischer Inhalt. Ähnlich wie schon bei der gleichnamigen Buchvorlage von Katharina Hacker. Irritierend ist die mit Abstand gewählte Erzählweise von Florian Hofmeister. Dazu passend allerdings die kühle Schwarz-Weiß-Optik, mit der die Geschichte hier gezeigt wird.